So, jetzt muss ich mich wieder so ein bisschen konzentrieren. Hier wird es nämlich schon ein bisschen lästig. Aber ich habe ja relativ viel Munition gerade. Weiß nicht, ob ich mir erstmal heilen sollte, aber ich lasse es erstmal. Alter, wie viel halten die aus, die Scheißviecher? Na komm, stopp. Ja, es läuft jetzt gerade schon wieder nicht so toll. Ich glaube, ich sterbe gleich wieder. Das ist natürlich scheiße, aber naja. Ich nehme mal eine bessere Waffe. Vielleicht auch nicht so die optimalste mit Zielfernrohr. Ich nehme doch lieber die Pistole oder ich wechsle erstmal hier, falls ich noch irgendwas hab. Revolver sieht doch gut aus. Ist halt nicht so wie bei Call of Duty oder so, wo man dann sich einfach hier wieder aufladen kann, wenn man rumsteht. Scheiße, hatten die jetzt eigentlich noch Munition? Okay, sieht gut aus. Den noch was? Ah, scheiße. Kommt doch mal. Ja, und der Kleine steht natürlich wieder im Weg rum. Ah, die rennen aber auch hier sonst pro Kreuz quer rum, das ist auch scheiße. Weil ich dann nicht weiß, wann die von wo kommen. Schon ein bisschen schwieriger. Und das ist ja noch nicht mal der schwierigste Part. Tja, vielleicht sollte ich mich doch erstmal heilen, aber ich wette, wenn ich jetzt mein Medipack auspacke, dann kommen die direkt angerannt, die scheiß Viecher. Boah, fick dich doch, aber die rennen die ganze Zeit in den Eck rum. Vielleicht sollte ich doch mal riskieren. Oder lieber nicht, da kommt schon wieder einer. Ach, scheiß drauf, ich mache jetzt mein Medipack. Okay, ich hab Glück, dass ich von das geupgradet hab. Jetzt konnte ich ein bisschen schneller mich selber heilen. Geh mal nach rechts, damit die mich hier erstmal überhaupt bemerken, die Viecher. Ach, scheiße. Dass hier nicht zu viele Klicker unterwegs sind. So, hatte die noch was? Ja. Pistole ist immer besser als so Scharfschützenzeug, weil da kann man auf die Distanz besser zielen. Ja, wo rennen die schon wieder rum? Es geht mir um den Sack. Aber das ist echt immer so ein bisschen schwieriger, wenn man gleichzeitig noch irgendwie rumerzählt. Weil dann konzentriert man sich auch nicht so krass. Ich nehme lieber einen Revolver, der zieht besser durch. Okay, die haben aber alle nichts mehr. Dürfen jetzt aber auch nicht mehr so viele sein. Vielleicht 1, 2, 5.000. Mal sehen. Das sind auf jeden Fall zu viele. Und die spielen ja auch noch Verstecken. Kommen dann immer irgendwie aus der Seite rausgerannt. Wir können natürlich mal in die Räume reingehen, aber ich wette, dann springen die mich auch bloß wieder von der Seite an.
Scheiße. Stirb. Du warst gut. Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Okay, naja, hatte ich relativ Schwein, dass ich noch ein Medipack hatte. Weil eigentlich war das jetzt nicht wirklich gut. Kann man auch hinkriegen, ohne überhaupt Schaden zu nehmen, aber naja, scheiß drauf. Ich habe zumindest überlebt. Na, sah eigentlich aus wie eine Flasche, die man mitnehmen konnte, aber irgendwie scheinbar doch nicht. Ah, die haben ja doch noch was. Ich hab auch viel gemalt. Du hast auch viel gemalt, das interessiert mich gerade nicht gerade. Ja, scheiß drauf, aber hier ist ja auch mal erstmal wieder ruhig. Hoffe ich zumindest. Warum war da jetzt noch was drin? Ah, okay. Nehmen wir erstmal den ganzen Scheiß mit. Und ich glaube, ich versuche trotzdem nochmal alle Waffen nachzuladen erstmal. Okay, die habe ich schon. Die habe ich gar nicht benutzt, wie sie aussehen. Einen Bogen brauche ich ja auch nicht wirklich. Okay, scheiße, die andere Waffe habe ich nicht, aber ich packe sie erstmal aus. Vielleicht finde ich ja noch irgendwie Munition. So, war ich jetzt hier hinten schon in der Ecke. Okay, sieht hier nicht so aus, als wäre hier großes zu holen. Oder ich bin hier schon gewesen. Es waren viele hier. Das meine ich. Sieht so aus. Na gut, aber irgendwo muss es hier noch ein bisschen was zu holen geben. Okay, hier war noch eine Flasche. Ja, und hier gibt's noch einen Zettel. Sieh dir das an. Wie in der Schule. Warum hat es sie erwischt? Einfach so. Tja, wenn ich das wüsste. Sie haben sowas nicht verdient. So, was steht denn hier? Danny, ich, unsere Beschützer. Okay. War also irgendwo ein Bild, habe ich jetzt zu schnell weggedrückt, aber ist auch egal. Kannst du die Leiter runterholen? Mach schon. Ich glaube, ich baue mir jetzt erstmal ein zweites Molotov, weil die sind jetzt gleich sehr praktisch. Obwohl jetzt vielleicht ein Medipack auch nicht so dumm gewesen wäre. Wahrscheinlich sogar schlauer, aber naja, scheiß drauf. Ich scheiße heute ziemlich viel auf alles. Na los. Joe, da sind sie. Sam! Gott sei Dank. Wir müssen schnell weiter. Durchgang, da drüben. Ellie, geh weg von der Tür! Sam! Er ist durchgekrochen! Es war's! Sam, was zum Teufel machst du? Ich hol uns hier raus! Na dann beeil dich! Okay, los! Na los! Das ist jetzt die richtige Scheißstelle. Wenn man es nicht schon mal gespielt hat, ist das verdammt schwierig. Ich meine, es wird jetzt wahrscheinlich trotzdem relativ schwer werden. Vor allen Dingen, wenn ich hier sinnlos rumlabere, derweil. Ah, okay, hier steht nochmal der Top. Und die werden jetzt richtig nützlich, die Teile. Am besten, ich stelle mich immer schon mal von denen weg. Jetzt müssten nämlich gleich schon welche oben rauskommen. Und da sorge ich mal für eine kleine Hot Party da drin. Damit die mich nicht zu sehr nerven.
Okay, ich glaube, die müssen erstmal was erzählen, bevor hier was passiert. Ja, brennt ihr scheiß Wichser. Geh mir nicht verdammt auf den Sack, die Viecher. Hier, ich glaube, ich habe gerade zu früh geworfen, oder auch nicht. Brennt ja zumindest schon. Sind wir da? Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Kommt, na los. Tja, was stand dann da jetzt dran? Warnung, Infizierte drin, nicht aufmachen. Okay, das hätte ich auf der anderen Seite stehen können. Ja, nicht gerade das schönste Erlebnis, aber wir haben es geschafft. Ja. Tja, auch wenn ich jetzt dabei fast draufgegangen bin, habe ich es mir relativ einfach gemacht durch die Molotov-Cocktails, weil ich immer die kompletten Gruppen schon beim Rauskommen verbrannt habe. Wenn man sowas nicht hat und nicht weiß, wo die Viecher herkommen, dann sind das locker 50 Viecher, die da auf einmal kommen. Und das ist richtig scheiße auf dem engen Raum, weil man halt keine große Möglichkeit hat, irgendwie auszuweichen. Deswegen ist das so hier, zwar irgendwo so ein bisschen beschiss, aber ich meine, ich spiele auf Survivor, ich muss das ja eh schon mal gespielt haben. Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Hä? Mal sehen, wie wir hinkommen. Das Blöde ist halt, dass ich jetzt kein Medipack mehr habe. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war. Ja. Okay, wenn man vom Teufel spricht, kriegt man natürlich erstmal ein Medipack geschenkt. Oh ja. Absolut. Meine Freundin, Marlene, wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Scheint doch gut zu verstehen. Tja, und jetzt kommandiere ich ihn rum. Ich warte. So, Ellie kommandiert mich also rum. Schön, dass ich das auch mal erfahre. Schön haben sie es hier. Eine weitere Nacht und weitere Schießereien. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus den Fenstern der Carsons erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einem Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unser Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagte, es sei sicher und noch wichtiger, versteckt, leicht zu verteidigen. Das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut mir nur, weil ich Kinder habe. Ich glaube nicht, dass wir noch hier bleiben können. Wir können ihm wohl vertrauen. Ich werde morgen alle vorschlagen, sein Angebot anzunehmen. Kai. Na,
Das war keine gute Idee, oder? Tja, das war der Ich, wie es aussieht, zu dem sie jetzt da in den Untergrund gezogen sind und dann natürlich alle gestorben sind. Ist eigentlich relativ interessant, immer so ein bisschen den Scheiß zu lesen, das hätte ich ja sonst nie gemacht. Aber okay, gehen wir erstmal weiter. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnten. Was weißt du noch? Oh, Barbecues. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. Okay, alles klar, weiter geht's. Ihr wollt mir noch was erzählen? Schieße sofort. Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Hätte ich nicht gerade noch was im Revolver? Oder habe ich schon noch? Okay, ich habe schon Hallos. Na gut, dann halt nicht. Oh, Hunde. Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Sie sind wild. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Ehrlich? Kann ich alles noch nicht aufrüsten? Habe ich irgendwo so ein scheiß Teil vergessen? Also ich weiß es nicht, eigentlich müsste ich ja alles schon gesammelt haben. Nicht, dass ich irgendwo so eine Toolbox vergessen habe, das wäre jetzt scheiße. Dann kann ich nämlich nicht mehr so viel ausrüsten. Das ist doch ganz gut. Es kann sogar sein, dass ich die in diesem Chapter vergessen habe. Das wäre richtig scheiße. Aber okay, naja, kann man jetzt nichts mehr machen. Ich könnte natürlich das komplette Level wieder von vorne anfangen, aber... Naja, was soll's. Ich meine, ich werde hier auch so durchkommen. Theoretisch zumindest. So, mal sehen. Hier gibt es ja bestimmt noch was auf Klo. Toilettenpapier können wir immer gebrauchen, so als Verband oder so.